Mein Name ist Karl Freller und ich bin der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten. Am 10. Mai 1933 verbrannten die Nazis die Werke von systemkritischen Autoren, die sich für Frieden, Gerechtigkeit und Freiheitsrechte einsetzten. Diese Literatur ist von großer Bedeutung für die Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges und heute so aktuell wie damals. In diesem Jahr werde ich aus Adam Scharrers Roman Vaterlandslose Gesellen, das erste Kriegsbuch eines Arbeiters von 1930 lesen. In dem nahezu autobiografischen Buch rechnet Scharrer mit dem wilhelminischen System und dessen imperialistischen Krieg ab. Adam Scharrer wurde 1889 in Kleinschwarzenlohe, einem kleinen Ort nahe meiner Heimatstadt Schwabach, geboren. Nach seiner Schlosserlehre in Lauf an der Pegnitz wurde er 1916 eingezogen. Er trat mehreren Organisationen und Parteien wie dem Spartakusbund und der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands bei. 1933 wurde Scharrer, der unter dem Pseudonym Adam schrieb, steckbrieflich wegen Hochverrats gesucht, weshalb er zunächst nach Prag, später in die Sowjetunion floh. Nach Kriegsende kehrte er zurück nach Deutschland und wurde Redakteur der Schweriner Landeszeitung. Am 2. März 1948 verstarb der selbsternannte Arbeiterschriftsteller in Schwerin. Adam Scharrer, Vaterlandslose Gesellen, das erste Kriegsbuch eines Arbeiters, 1930. Ich schaue über die Reeperbahn. Ein Zug Soldaten kommt daher, dann Geschütze, Bagage, Sanitäter. Dicht stehen die Menschen an den Seiten. Sie bewerfen die Soldaten mit Blumen, die Soldaten singen, die Massen singen mit, laufen neben ihnen her. Sie gehen und reiten nach dem Heiligen Geistfeld. Ich gehe mit. Ich habe kein Ziel mehr an diesem Tage. Ich muss erst einmal schlafen. Bin müde, so furchtbar müde. Ein Gewitterregen hat den Staub niedergeschlagen. Die Sonne liegt satt und heiß über Menschen und Pferden. Kommandos ertönen. Aufgesessen, abgesessen, bratzt ab. Erstes Feuer, zweites Feuer, Batterie antreten, stillgestanden, auf rechts. Ein alter Graubart mustert die ins Feld ziehenden Batterien. Die Vaterlandsverteidiger stehen wie entzählt und heften die Augen wie elektrisch dirigierte Puppen auf ihn. Keine Wimper zuckt in der uniformierten Mauer. Alles stumm und dumm. Der Hauptmann scheint zufrieden. Lassen Sie rühren, befiehlt er herablassend dem Leutnant. Ich helfe mir, weil ich doch keinen Gedanken mehr formen kann, mit einem Lächeln. Ich weiß nicht, ob die Liebenswürdigkeit der Damen, die in der Kriegsküche unweit davon für 15 Pfennig große Portionen Essen verabreichen, Schauspielerei, Heuchelei oder nur Dummheit ist. Ich will auch nichts mehr wissen. Nachdenken kann ich erst wieder, als ich auf dem Heiligen Geistfeld einige Stunden geschlafen habe. Ich lag da nicht allein. Ein großer Teil der Gäste der Kriegsküche lag ebenfalls dort. Sie hatten wohl seit langem nicht so reichlich und gut für 15 Pfennig gegessen. Die Sonne war wieder hinter den Wolken, als ich erwachte. Es war schon gegen Abend und kühl. Ich muss ein Dach über dem Kopf haben für die Nacht. Ich legitimiere mich vorschriftsmäßig im Gewerkschaftshaus und löse mir eine Schlafkarte. Dann nehme ich das vorgeschriebene Brausebad und gebe mein Hemd hin, um es nach Läusen untersuchen zu lassen. Der Stempel auf der Schlafkarte legitimiert mich als Ungeziefer frei. Gehe ins Fremdenzimmer. Mir scheint, als spreche aus allen Gesichtern bewusste Zurückhaltung, Ablehnung. Die Stiefkinder der Gesellschaft müssen auf die Freuden dieser Gesellschaft verzichten. Und sie verzichten auch auf ihre Dummheiten. Zwei an meinem Tisch, augenscheinlich Reisekollegen, unterhalten sich über die Zeitung, die sie lesen. Der eine legt sie mit einem höhnischen Lächeln fort. Ich suche die fette Notiz, der sein Lächeln galt. Es ist die Rede des Kaisers.
Enorme Opfer an Gut und Blut würde ein Krieg vom deutschen Volke fordern. Den Gegnern aber würden wir zeigen, was es heißt, Deutschland anzugreifen. Nun empfehle ich euch Gott. Jetzt geht in die Kirche, kniet nieder vor Gott und bittet um Hilfe für unser braves Heer. Ich lache dasselbe Lachen. Ich mag noch immer nicht nachdenken, obgleich ich einige Stunden geschlafen habe. Nur eine Freude hält der Tag mir vor, die ich genieße. Ich habe meine patriotische Wirtin, die unten in der Kneipe Stubenlagen gab auf den kommenden großen Sieg, um die Monatsmiete betrogen und habe so noch für einige Wochen Geld. Vielleicht bin ich ein Lump, aber wenn auch, um diesen Preis bin ich bereit, einmal ein Lump zu sein. Ich werde wach, als einige Gäste geweckt werden. Es ist noch früh, erst 6 Uhr. Sie stehen in Arbeit. Mir fällt ein, dass ich noch keinen Plan fertig habe. Heute ist der Tag, an dem ich mich stellen soll. Ich sehe keinen Ausweg. Habe auch keinen Willen, keine Kraft, irgendeinen Entschluss zu fassen.